Sportet gegen diese Kugel. Los, mit Kraft. Und tschu. Oh, gut. Ja, super. Du bist ein Experte, was? Und hier endet unsere kleine Nachhilfestunde. Oh, Ellen. Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt wo du sagst. Genau, genau. Wollt ihr den Sport beenden, wechselt ihr die Richtung, die euch bewegt. Dafür benutzt ihr das Steuerkreuz oder ihr drückt ganz einfach A. Jetzt haben wir euch aber wirklich alles erklärt. Und jetzt werden wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Genau, nutzt die neuen Techniken, um uns die zwei Perlbohnen aus dieser Höhle zu bringen. Eure Macht ist viel, viel größer als unsere. Deshalb könnt ihr zwei Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr für unseren Unterricht. 100.000 Münzen. Los, her mit der Kohle. Los, husch, husch. Bringt uns die zwei Perlbohnen. Vorwärts. Okay. Also haben wir jetzt zwei neue Techniken gelernt. Also ein paar Attacken. Oder ein paar Aktionen, so hieß es. So, wo haben wir denn hier was? Ah, einen rechten Weg und einen linken Weg. Wahrscheinlich der eine für die eine Aufgabe, der andere für die andere. Da kann ich mich kann nichts umwerfen. Okay, machen wir mal umwerfende Aktionen. Boom. Bam. Weg mit dir. Ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Und tschüss. Ja, der Ton buggt leider ab und zu mal. Von daher. Ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Wie auch immer. Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbalken, die unserer Sicherheit dienen. Man kann das System entgehen, wenn man schnell genug durch die Lücken zwischen den Balken passiert. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Okay, wenn man schnell genug dadurch zischt. Ui. Du hältst die rote Perlbohne. Oh, wie hübsch, wie reizend, die rote Perlbohne. Genau, das habe ich mir gewünscht. Und jetzt bring schnell die grüne Perlbohne. Los, macht voran. Also brauchen wir dann jetzt wahrscheinlich nur noch den Thunder. Lachlagune, rätselhafte Items Teil 1. Die Buhu-Statue. Dies ist eine herrliche Statue, die einen schüchternen Geist, einen Buhu, darstellt. Die Statue ist zwar schön, doch wenn man sie ansieht, da verschwindet sie einfach. Man kann sie weder sehen noch berühren. Eine mysteriöse Statue. Diese Statue haben wir schon mal kennengelernt. Im Let's Play. Ist eigentlich nicht so schwer. Es ist einfach nur verschieben. Aber halt ohne anzugucken. Hui, so. Weiter geht's. Noch eine. Na, das ja, wird ja echt schwieriger vom Schwierigkeitsgrad her. Ja. Ist da vielleicht noch irgendwas? Okay. Und wieder die Rollfelder. Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbalken, die unserer Sicherheit dienen. Zwei Personen können leicht im Seitwärtsgang durch die Lücken zwischen den Balken schlüpfen. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Ah, er hat das hier wohl gebaut. Okay, also seitwärts laufen. Hui. Und da wurde ich trotzdem getroffen. So Mist. Wie man hört, sind bei denen auch leider die Sounds ein wenig verbuggt. Immer mal wieder. Bei diesen Aktionen. Wodurch jetzt die ganze Zeit hier Elektrisierungsgeräusche sind. Ah, jetzt ist Ende. Hui, da haben wir die Grüne. Oh, wie reizend, wie hübsch, die eine grüne Perlbohne. So, und da sind wir auch wieder. Hui. Ah, und wir können abbauen.
Ellen und Garcia waren wegen der Perlmode ganz aus dem Häuschen, Mann. Nun schlummern sie tief und fest. Der Entspannungsraum muss daher für eine Weile geschlossen bleiben. Okay. Unseren Sinn hat's erfüllt. Jetzt können wir hier mal speichern. Jetzt haben wir ja wieder hier was erreicht und bekommen eine neue Paaraktion. So. Ah, wo geht's denn hier noch lang überall? Ah, okay. Und nach unten konnten wir nicht. Ah, und hier geht's auch direkt weiter. Und Schops. Hoch. Und Schops. Blablabla. Immer dasselbe. Huch, ein neuer Gegnertyp. Ein orangener Cooper. Ultrakeim Cooper. Okay, da fehlt irgendwie das K am Ende. Na gut. So. Zack und Peng und ah, zu spät. So, und natürlich, wie wir es auch kennen, haben wir auch automatisch dazu dann die Attacke bekommen und boom. Na, das hat nicht viel gebracht, weil zu jeder Paaraktion gehört ja auch eine Paarattacke und Flammenbruder haben wir noch. Oh yeah. Und boom und boom und boom boom. Mein Gott, wie viel habe ich denn gedrückt? Gut, ist jetzt nicht unbedingt sehr nützlich gegen die Keimkoopers, aber naja. You know. Ich wollte es zeigen. Alter, verteilen die. Übel. Jetzt gibt's erstmal auf den Deckel. Okay, hat wiederbelebt. Sehr verwirrend. Na, fast geheilt wieder. Meine Güte. Seid ihr nervig? Greift doch mal an. Ihr Säcke. Am besten macht einer jetzt den einen und der andere den anderen. Bam. Aber er scheint nicht mehr ganz wieder Full HP zu haben, wenn er revived wurde. Alter Vater, die heilen aber auch wie Sau. So. Ei, heilt doch mal nicht so viel. Und hep. Und hep. Hoffentlich halt er nicht. Komm schon, nicht wiederholen. Ja, er hat sich selbst geheilt. Cool. Jetzt wird er. Jetzt haben wir ein leichtes Spiel. Bam. Puh, das waren echt harte Gegner. Na, so ein Mist. Hier ist wieder so ein dicker Koopa. Geh mir aus dem Weg. Naja, bla bla bla. Okay, jetzt geh ich wieder unter Wasser. Wieder unter Wasser. Ein kleiner Irrgarten oder so. Ein paar Cheep Cheeps. Huch! Da kam der Cheep Cheep plötzlich angesprungen. Irgendwie sah das nach Mario aus. Aber gut. So. Gut, gegen euch hat das ja jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber wir könnten es ja mal ein bisschen lernen.
Und da. Und da. Und. Tfa. Okay, haben wir das auch einmal gesehen? Na, verdammt. Und. Okay, der Gegner brennt. Das ist ja echt nett. Und jump und. Falsch. Ach ja, Strom halt ja. Mist. Ja, ja. Aber den Cheep Cheep hat es überhaupt nicht berührt. Also ist das wieder ein reiner Bodenangriff. Alter. Machen wir also noch ein bisschen die Flammenhand. Auch auf den. Gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Hep. 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 Für jedes Mal, wo ich halt A gedrückt habe, in dem Sinne, kommt dann halt ein Feuerball raus. Und wieder zu früh. Was ist das? Ja, und auf den Cheep Cheep können wir den Donnerbruder leider, die Donnerbrüder leider nicht machen. Da haben wir extra, da haben wir auch extra. Joa, da würde ich sagen, bringt uns nichts, einfach zu springen. Ich bin vergiftet. Die Verbrennung scheint fortzuschreiten mit jedem Mal. Das ist schon mehr Schaden wie vorhin. Und mal auf den Cheep Cheep. Und bam. Und bam. Und bam. Fire! 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 So Granaten. Bam. So Luigi, du haltst einmal dein Brüderchen. Obwohl es wahrscheinlich eh nicht mehr lange dauert, bis der kleine Kussi-Bussi hier dann kaputt ist. Und es sich eigentlich deswegen auch nicht lohnt, aber egal. Lachlagunen News. Fontänenströmungen. Am Meeresboden steigen von der Vulkanaktivitäten erhitzte Ströme aus dem Boden auf. Breitet man die Hände aus und lässt sich von der Strömung tragen, so kann man mit ihr aufsteigen. Ja, okay. Hier sind noch zwei Cheep-Cheep-Gruppen. Ha, die ich einfach mal umgehe. Falsch. Also in dem Sinne, hui, können wir uns hier da hoch katapultieren. Komm, Cheep-Cheep. Und jetzt wieder eine Röhre. Ja, direkt mal hoch. Hui. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Okay. Oh, da unten war nur ein Raum. Ah, cool. Dann gehen wir doch da einmal noch mal kurz hin. Gucken, was hier ist. Ah, ein paar Items. Oh, Super Pills, ein Lachbohne und Geld. Mario, check mal den Boden. Nix, nix, nix. Okay. Also hat sich das eigentlich gar nicht gelohnt. So. Verdammt, Hacke. Huch, ein neuer Gegnertyp. Ein Robo-Blooper. Alles klar, vielleicht verträgt er ja auch keinen Strom. Könnten wir darauf mal die Blitz-Donnerbrüder nicht nutzen. Und zack.
Zwar irgendwie cool, die Attacke, aber doch manchmal ein bisschen nervig. Und zack. Oh. Okay, es war auf jeden Fall ein Critical. Also sehr guter Effekt. Okay. Er verbraucht auf jeden Fall seine Munition. Der Robo-Blooper. Ja, obwohl die Dollar-Brüder dann doch wieder wahrscheinlich eher der AOE-Skill sind. Zumindest bei stehenden Gegnern. Aber ist ja egal. Ich probiere es jetzt weiter auf ihn. Und zack. Ja, macht nicht viel Schaden. Zack. Ah, er muss also nachladen. Cool. Mal gucken, wie die Flammenbrüder auch schmecken. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es ihn heilen wird. Ne, doch nicht. Ja, hepp. Oh yeah. Und da ist er auch tot. Alter, gibt das Erfahrung. Und Marius Level 26. So, BP hatten wir letzte Mal. Dann gehen wir dieses Mal auf die HP. Oh, nur 2. Na ja, gut. Kann man nichts machen. Naja, gut so. Hier und raus. Hat sich ja voll gelohnt, da nochmal reinzuspringen. So. Einmal kurz. Speichern. Röhrenplatz. Und weiter geht's. Wir suchen ja immer noch das Teil der Sternbohne. Na, genau. Ah, habe ich mir noch gedacht. Haha, und inzwischen kann ich es auch wieder. Ah, hier sieht es ein bisschen nach Feuer aus. Hui. Müsste ich jedes Mal neue Erfahrungspunkte bekommen für jeden Koopa, den ich wieder töte. So, vielleicht kriege ich das ja auch und Mekau völlig unbegründet. 27! Letztes Mal habe ich die BP erhöht. Oh, ein bisschen Bart, damit er mal ein bisschen mehr krittet. Oh yeah, 5! Und Präventivschlag. Okay, anscheinend gibt es doch wirklich Erfahrungspunkte, wenn ich die öfter als einmal töte. Oh, da oben ist so ein... Alter, verdammt, wie viele gibt's denn davon hier? Das könnte ich jetzt gerade großartig erzählen. Oh, der Strand ist so schön. Es sind nur Gegner. Der Strand ist voller Gegner. Oh, neue Gegnerart. Bumerang Bruder. Okay. Oh, erstmal den Heilfuzzi weg. So. Aha. Okay, bei der Seite, wo es aufblinkt, da kommt der Bumerang zuerst hin. Easy. Und dann nutzen wir mal weiter die Bruderattacken. Boom. Scheiße, es heilt ihn. So, das hat ja aber zumindest auch geschadet.
Okay, dann müsst,